Mann, Mann, Mann. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen, dass du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Es ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Okay. Naja, Zicken sind sie beide. Jessica und M. Bloß mal Gläschen hier rumschubsen, aber sind andere Kumpel schon, leider, irgendwie. Ganz ehrlich, das mit dem Wolf war doch nur... Das mit dem Wolf ist dann nur so passiert, weil ich den Wolf ausgewählt habe. Dann am Ende, sonst wäre da eine Schlange drin gewesen, aber wie hat der Wolf in diesen Schrank gepasst? Ich meine, so groß war der Schrank nicht, der muss sich ganz schön zusammengequetscht haben, um da drauf zu warten, dass jemand die Tür öffnet und er einfach rausspringen kann. Also eine Schlange wäre realistisch gewesen in dem Schrank, aber ein Wolf ist etwas zu groß, finde ich, für diesen kleinen Schrank gewesen. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Weil ich so heiß bin. Mann, Mann, Mann. Bei der Kälte kannst auch du nicht helfen. Okay. Den Generator anwerfen, um was zu sehen. Der Generator, der da ist, wo man jetzt schon nichts sieht. Okay. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, ganz genau. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Was willst du? Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Echt, ey. Bleib mal ruhig. Wir kennen uns hier doch gar nicht aus. Außerdem bin ich noch nicht am Generator. Wie soll ich ihn dann anschmeißen? Rumdrehen. Mike, Generator! Okay, klar. Gefahr, Tote. Okay. Da wird wohl jemand ziemlich hart getroffen. Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Mörder. Bergleute, okay. Generator anwerfen? Ja, das habe ich schon bei The Last of Us gemacht. Okay. Das schaffe ich. Mal sehen. Okay, ist ja nur ein Knopfdruck oder was? Boom. Sehr gut, Mikey. Schalter umlegen. Ach doch, zieh. Aber mit der Steuerung ist viel cooler. Wow, du bist echt genial. Oh ja. Okay. Hey, yo, jetzt gehen wir mal hinter und... Oder auch nicht. Natürlich hätte ich den hier mit Mike gleich fertig gemacht, aber... Nein, das dürfen wir nicht. Nur dann. Weil der sah hier noch anders aus, nicht mit so einer dummen Maske. Tada! Sesam, öffne dich!
ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. So, sie hat Musik angemacht. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Mann, Mike hätte vielleicht Glück, wenn da nicht ein anderer... Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Woran sie sich erinnert? Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Wie gut, immer weiter reinzulaufen war jetzt nicht so schlau. Aber der Auslöser war schon der Streich, irgendwie. Der Schrei war nicht normal. Hat sich nach irgendeinem größeren Tier angehört. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Jess! Tja. Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Hier ruhig, dann kommt sie vielleicht nie wieder runter, kommen beide nicht mehr. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde probieren. Sie ist zu schwer. Versuch's normal, bringt ja nicht viel. Quetsch dich durch. Bevor sie sich durchquetscht und verletzt, nochmal drauf beharren. Versuch's nochmal! Die ist super schwer! Vielleicht hast du sie schon gelockert. Nein. Hey, Michael! Ich bin ja echt ziemlich durchtrainiert, aber hier passiert gar nichts. Irgendwelche anderen Ideen? Jess, ich werf die Lampe runter. Okay, Augen auf. Was? Augen auf. Naja, Achtung. Hast du sie? Ja, ich hab sie. Da sieht man doch noch was. Tun ja so, als würde man da gar nichts sehen. Jess, was ist los? Was war das? Alles klar? Ich hab etwas gesehen. Was? Da hat sich was bewegt. Okay, bestimmt nur eine Fledermaus oder so. Fledermaus? Okay, ich komme zu dir. Bleib, wo du bist. Manche Fledermäuse haben Tollwut. Na, die wird schon nicht beißen. Aber das machen Fledermäuse. Sie beißen mich. Okay. Ist der da überhaupt durch? Komm schon!
Der Killer ist schon auf dem Weg. Rein theoretisch hätte er Mike auch schon gleich töten können, aber irgendwie gefällt es mir. Die Leute ganz anders. Scheiße! Oh. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn ich jetzt nicht den Knopf gedrückt hätte. Oh, wäre dann überholt worden. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Genau, hier liegt was. Oh, wieder ein Toter. Oh, ein Weißer. Glückstotem. Okay, Glück, dass sie überlebt, wahrscheinlich. Ja, das Glück kann nicht sein, dass man verletzt nur in so einem Nachthemd aufwacht. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Zigarrenstummel. Ist frisch. Wer wohl hier war? Okay. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Oh, shit. Alles klar? Ja. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, wäre eine gute Idee. Ah, der Mörder macht sich das einfach gemütlich. Er läuft so ganz locker hinterher. Raucht seine Zigarre hier unten. Chilliges Leben hat er. Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Okay, dann nimm die Karte mal lieber mit. Kann er die Karte nicht mitnehmen? Nein. Okay, wenn er sich's merken kann. Hey, wir sind draußen. Ist hier noch was? Ja, genau. Da ist nicht wieder was. Oh, wieder ein Totem. Okay, ja, das endet doch nicht so toll wie sie. Glück, dass sie vorher noch überlebt hat und schlecht, dass sie dann dort runterfällt. Cabin.